Herr Kellermann, Sie sind gerade zum Trainer des Jahres im Frauenfußball gewählt worden. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Ihr Name vorgelesen worden ist? Es ist Freude pur. Man hofft immer, aber ich habe das im letzten Jahr auch mitbekommen. Und dann, wenn der Name nicht aufgerufen wird, das ist schon eine kleine Enttäuschung. Und ich bin umso glücklicher, dass ich es in diesem Jahr geschafft habe. Und es ist Erleichterung, Freude und ein unglaublich schöner Moment. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung und welchen Stellenwert nimmt sie für Sie ein? Das ist eine persönliche Auszeichnung für mich, aber die ich auch stellvertretend für mein ganzes Team, für das ganze Trainerteam und auch für das Team hinter dem Team entgegennehme. Es ist ein Teamwork, ja, anders geht das im Mannschaftssport nicht. Aber es ist eine tolle Bestätigung für die herausragende Arbeit mit den 5 Titeln in den letzten 2 Jahren. Und für mich ist es auch nochmal zusätzliche Motivation, genauso akribisch weiterzuarbeiten, weil man so ähnlich ist, wie es Cristiano Ronaldo geäußert hat, man möchte immer mehr. Ja? Und jetzt genieße ich den Moment, aber ab morgen arbeiten wir dann wieder daran, dass wir vielleicht die neuen Ziele wieder erreichen können. Wie glücklich sind Sie, dass Nadine Kessler zur FIFA-Weltfußballerin gewählt wurde? Ich habe so gehofft. Sie hat überragend für den Verein gespielt, überragende Anteil daran, dass wir so erfolgreich gespielt haben in der letzten Zeit und hat die letzten 6 Monate eine wirklich schwere Zeit durchgemacht mit ihrer Verletzung und von daher habe ich sie umso mehr gegönnt und denke, es ist hochverdient und freue mich natürlich auch, dass ich zusammen mit Nadine Kessler jetzt auch den VfL Wolfsburg so gut in der ganzen Welt präsentieren konnte. Sie haben ja auf der Bühne gesagt, dass Sie den Menschen persönlich später danken möchten. Gibt es aber vielleicht jemanden, den Sie diese Auszeichnung widmen möchten? Ja, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war wirklich ein schwieriger Moment und man überlegt im Vorfeld, falls man dort auf der Bühne ist, ob man das wirklich so machen soll. Aber es ist halt tief innen drin. Ja, der VfL Wolfsburg ist eine große Familie geworden und wenn ein Familienmitglied geht, dann ist es eine schwere Situation. Nein, ich werde mich im Nachgang natürlich bei meiner Familie, bei meiner Frau bedanken, aber auch beim ganzen Trainerteam stellvertretend kann ich nur Britta Karlsson nennen, weil sie täglich mit mir kontrovers diskutiert hat, ob dieser Erfolg überhaupt möglich ist. Und es gibt noch so und so viele andere Menschen, bei denen ich mich persönlich bedanken werde, weil die alle aufzuzählen würde jetzt hier den Rahmen komplett sprengen. Wunderbar, dann danke ich Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön.